Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich darf Sie hier ganz herzlich auf LaTV begrüßen und freue mich, dass ich Ihnen wieder ein paar Informationen aus unserem Gemeindeamt übermitteln kann. Das Sommerwetter ist da, es ist wirklich sehr, sehr warm geworden, wir alle schwitzen schon ordentlich, genießen einerseits den Sommer schon, aber müssen auch darauf schauen, dass wir immer Freiräume haben, wo es kühl ist und schattig ist und wo auch man ein bisschen Erholung finden kann. Da passt das grüne Band, von denen ich schon so viel erzählt habe, ganz besonders gut hin. Wir haben ja die Verlängerung bei der Stadterneuerung bekommen, da gibt es eine Menge Förderungen auch wieder dafür. Und das grüne Band soll bei der Neustadt ja entstehen, zwischen Birkenallee und der Friedhofsallee, hinaus in dieser Richtung da zur Bahn. Und da entsteht dieses grüne Band und wir haben schon Besprechungen mit den Anrainern gehabt. Die durften Wünsche äußern, die machbar sind und hier gab es ein sehr gutes Miteinander. Danke dafür. Hier werden wir auch Rücksicht nehmen. Kann der eine oder andere etwas dazu pachten? Der eine oder andere könnte auch zum Beispiel einen Platz, sage ich jetzt, selbst gestalten, wenn er möchte. Und wir werden einen Baumkreis machen, wir werden einen Kinderspielbereich machen und die Möglichkeit, hier auch zu flanieren, vielleicht auch eine Naschecke oder Ähnliches. Also hier wird einiges neu entstehen. Danke auch den Anrainern, dass sie hier so gut mitgearbeitet haben. Und wir werden sie immer weiter auf dem Laufenden halten, damit in Laa dieses grüne Band sich durchzieht und man diese grünen Oasen, auf die wir wirklich stolz sein dürfen, gut nützen können. Natur ist uns immer schon ein großes Anliegen und seit ich Bürgermeisterin bin, arbeiten wir ja schon daran, dass wir wirklich naturnah arbeiten, dass wir schauen, dass die Plätze so gepflegt werden, dass wir glyphosatfrei sind. Das ist ein schwieriges Unterfangen für alle Gemeinden, denn die Wildkräuter wachsen im Sommer und überhaupt, wenn es regnet, unheimlich schnell immer wieder nach. Aber wir haben das ganz gut im Griff und schaffen das. Da habe ich Ihnen auch schon erzählt, wir haben viele Schulungen durchgeführt, viele Geräte haben wir uns ausgeborgt und wir haben eine Reihe von saisonalen Kräften, die uns helfen, hier die Wildkräuter zu entfernen, da wo sie einfach nicht hingehören. Und wir werden natürlich auch mit Hilfe Ihrer Hilfe, den Anrainern, die vielen Beete auch pflegen, wieder ein wunderbares Bild gestalten können. Und wir werden Natur im Garten werden ansuchen, dass wir eine Gemeinde werden, wo wir Natur im Garten zertifiziert werden. Das ist uns auch hier ganz besonders wichtig. Ja, aber das ist etwas, was draußen passiert. Drinnen muss ganz, ganz viel passieren. Das sage ich Ihnen auch jedes Mal. In den einzelnen Abteilungen gibt es viel zu tun, ob bei den Abgaben, am Bauamt oder wo auch immer, eine Reihe von Entscheidungen zu treffen, Bescheiden zu erstellen, die für Sie richtig und passend sind, aber wo wir uns natürlich auch an die Gesetze halten. Und in einer Demokratie ist es gut, dass jeder Bürger und jede Bürgerin die Möglichkeit hat, hier auch ein Rechtsmittel zu ergreifen, wenn die Idee aufkommt, das könnte nicht richtig sein oder mit dem bin ich unzufrieden. Ich darf Sie bitte einladen, damit es hier zu keinen Irritationen kommt. Kommen Sie einfach vorher zu uns ins Haus, erkundigen Sie sich, was ist möglich, was ist rechtlich da. Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen auch hier. Es sind schon sehr, sehr gute Lösungen auch immer wieder gelungen. Und wenn es dann zu diesem Bescheid kommt, dann ist im Regelfall alles geklärt, aber es werden doch immer mehr, die dieses Rechtsmittel ergreifen und eine oder sogar die zweite Instanz weitergehen zu den Gerichtshöfen. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir hier immer wieder Urteile bekommen, wo wir bestätigt werden. Das zeigt uns, dass wir richtig arbeiten für Sie, dass wir das tun, was wir tun müssen, aber dass wir auf jeden Fall richtig arbeiten. Natürlich fallen hier auch eine Menge Kosten an, die müssen wir einfach natürlich dann übernehmen, das ist auch klar. Das ist ganz in unterschiedlichen Bereichen. Das ist notwendig, denn wir haben auch hier Rechtsanwälte, die natürlich in unterschiedlichen Bereichen spezialisiert sind und die uns hier auch immer wieder unterstützen. Aber wir holen uns schon im Vorfeld immer wieder Experten auch vom Land und auch von anderen Organisationen zu uns dazu, um für sie richtig zu entscheiden. Aber wie gesagt, ich bin sehr froh darüber, dass auch jetzt wieder etliche Entscheidungen ganz gut ausgegangen sind und uns zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Mitarbeiter im Haus wissen, was sie tun und entscheiden gut und richtig, damit sie auch zu ihrem Recht kommen. Ja, draußen tut sich auch noch einiges. Das sind nicht nur bei uns die Beziehungen. Sie wissen, im Land um Laa arbeiten wir gut zusammen. Das Thema Wohnen ist uns wichtig. Aber natürlich geht es auch noch einen Blick immer weiter. Und wenn ich so schaue, was sich tut, jetzt touristisch auch, dann haben wir hier sehr, sehr gute Zahlen. Und es gibt immer wieder viele Menschen, die gerne zu uns kommen und die Zahlen im Hotel und in den unterschiedlichsten Beherbergungsbetrieben zeigen uns, sind gute Entwicklungen und hier geht es sehr positiv bergauf.
Was ich Ihnen auch noch erzählen will, ist die Kapelle vom Herrn Deripaska, die schon ziemlich fertig ist. Wenn Sie vorbeigegangen oder gefahren sind, haben Sie das sicher schon gesehen. Es gibt Eigentümer, das sind natürlich nicht wir von dem Russenfriedhof. Wir haben zwar die Pflicht, hier auch Pflegemaßnahmen vorzunehmen, aber hier wird es auch eine gemeinsame Einfriedung geben. Und auch das ist zügig auf dem Weg, aber hat sehr lange gedauert, weil wer sich diese Kapelle anschaut, sieht, das ist wirklich Kunst und Handwerk, das man auch später ganz gut bewundern kann. Im Haus selber, da tut sich vieles. Leider geht der eine oder andere in Pension. Diesmal ist es der Herr Karl Wurm, der leider in Pension geht. Unser Wasserwerkmeister, der seit 1985 bei uns im Dienst war, hier wirklich hervorragende Wasserprojekte umgesetzt hat. Und wirklich, ich sage Jahrhunderte Projekte, wenn ich jetzt denke an die Wasserenthärtung, wie wir das geschafft haben zu einem günstigen Preis. Und vor allem, das Wasser bleibt bei uns in der Stadt. Und ich habe Ihnen das auch schon so oft erzählt, es ist so wichtig, egal was kommen mag. Wir können unsere Laher Bevölkerung und in den Katastralgemeinden mit Trinkwasser versorgen. Wir brauchen dafür keinen Strom, keine Pumpen, nichts. Und fürs Trinkwasser wird es bei uns reichen, denn die Kirchstättner Quelle ist so hergerichtet für uns, dass das gut zu schaffen ist. Da darf ich den Herrn Wurm ein herzliches Dankeschön auch sagen. Er konnte auch schon das nächste Team gut einschulen. Der neue Herr Gar Thomas wird gemeinsam mit dem neuen Chef, sage ich jetzt, des Wasserwerks, dann Herrn Bauer, Martin, hier gut zusammenarbeiten. Die Herren werden auch weiterhin für Sie da sein, alles was das Wasser betrifft. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach bei uns. Wasser ist das allerwichtigste, der allerwichtigste Grundstoff. Es ist ein Lebensmittel, kann man sagen, und es ist für uns unbedingt notwendig. Einerseits, und da gab es in diesen Tagen wieder eine Befragung von Experten von den unterschiedlichsten, also von den tschechischen Behörden, österreichischen Behörden, wir waren auch dabei und da haben wir gesagt, ja, das Wasser ist so wichtig für uns, aber wir müssen auch auf den Hochwasserschutz achten, das heißt auch hier in allen Bereichen ein guter Blick darauf und wir schauen auch über den Tellerrand nach Tschechien, denn hier soll es ein Renaturierungsprojekt geben und auch hier habe ich mich schon gut erkundigen können, auch das wird für uns Vorteile bringen und das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig. Wenn es jetzt in die Sommerzeit hineingeht, da gibt es dann viele Feste zu feiern. Wenn ich aber noch an unsere Schüler und Schülerinnen denke, dann gibt es noch die letzten Prüfungen. Matura ist noch abzuschließen, da wünsche ich alles erdenklich Gute auch. Aber es kommen schon viele Konzerte, wir werden die Umfahrung im Herbst eröffnen, der Steg wird im Juni eröffnet werden, die Böhmisch-Mährische Nacht, die Big Band-Nacht oder der Gesundheitstag, auch beides am 10. Juni. Mit der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse, wo ich Sie herzlich einladen darf. Hier können Sie einige Checks durchführen lassen und auch nachsehen, was gibt es für neue Trends und Entwicklungen. Und, ganz wichtig, das Ferienspielheft wird in den nächsten Tagen wieder ausgeliefert an die Schulen und Kindergärten und liegt bei uns und auch bei unterschiedlichen Organisationen auf. Danke an alle, die sich hier wieder beteiligen und mitmachen. Das heißt, der Sommer ist für unsere Kleinen auch gerettet. Es gibt hier ein Programm. Und was ich Ihnen heute auch noch erzählen möchte, wir haben im Sommer nur 3 Wochen keine Ferienbetreuung, sowohl in der Volksschule als auch im Kindergarten, das ist überall so. Wir überlegen, ob wir durchgehend eine Ferienbetreuung anbieten, denn für Eltern, die berufstätig sind, ist das manchmal schwierig. Also Sie sehen, es gibt eines nach dem anderen, was wir hier überlegen, damit es für Sie leichter wird in Ihrer Arbeit und in Ihrem Leben. Und wenn Ihnen dazu etwas einfällt oder Sie etwas wissen, was wir noch tun können, dann melden Sie sich bitte. Sie wissen, das Miteinander bringt uns gemeinsam einen großen Schritt weiter.